Eintracht Frankfurt könnte kurz davor stehen, einen neuen Mittelfeldspieler zu verpflichten. Laut dem italienischen Periodikum La Gazzetta di Modena soll der deutsche Verein 3 Millionen Euro angeboten haben, um Daniel Bolocker zu erwerben, der derzeit beim Sassuolo spielt. Mehrere europäische Teams sind an Bolocker interessiert, insbesondere wegen seiner Fähigkeiten als defensiver Mittelfeldspieler. Werder Bremen ist ein weiterer deutscher Verein, der Interesse an dem Spieler gezeigt hat. Obwohl das Interesse von Frankfurt derzeit am stärksten zu sein scheint, ist die Verhandlung noch nicht abgeschlossen. Sassuolo hingegen hofft, 10 Millionen Euro für die Freigabe von Bolocker zu erhalten, ein Betrag, der deutlich über den ursprünglich von Eintracht Frankfurt angebotenen 3 Millionen Euro liegt. Daniel Bolocker steht kurz vor dem Abschied von Sassuolo, das nach einer schwierigen Saison in die Serie B abgestiegen ist. Als einer der Schlüsselspieler wird Bolocker wahrscheinlich nicht in die zweite Liga wechseln. Aufgrund des Abstiegs könnte Sassuolo gezwungen sein, seine Transferforderungen zu senken, was die Chance auf eine Einigung mit Frankfurt erhöht, obwohl Bolocker einen Vertrag mit dem Club bis 2028 hat. Der defensive Mittelfeldspieler im Alter von 25 Jahren wechselte im vergangenen Sommer von Frosinone zu Sassuolo in einem Transfer von 6 Millionen Euro. Seit seiner Ankunft hat er sich schnell als wichtiger Spieler für das Team etabliert, indem er an 30 Ligaspielen teilnahm und in 23 davon in der Startelf stand. Fans von Eintracht Frankfurt, teile deine Meinung in den Kommentaren, like und abonniere den Kanal, damit du die nächsten Videos mit den neuesten Nachrichten von unserem Eintracht Frankfurt nicht verpasst.